Joa, ich habe hier heute mal wieder ein Unboxing für euch bereit. Ich war mal wieder einkaufen und habe mal wieder sehr viel Geld ausgegeben und werde das heute für euch hier auspacken. Da habe ich hier eine wundervolle Tüte von Technikmarkt XY. Steht ja nicht dran. Wäre ja nicht so, als wäre es dran. Ja, ist kein Placement, ja, wie immer. Ich habe noch nicht die genügend Abonnenten und Views, um ein Placement überhaupt machen zu können. So, was haben wir hier als erstes drin? Ich kram mal ein bisschen nach. Eine Batterie für mein Handy. Ein Akku. Sehr schön. Da haben wir Super Mario Odyssey, das Nintendo Switch-Spiel. Und damit ist es jetzt eigentlich schon raus, was dort in der Tüte drin ist. Aber ja, machen wir mal weiter. Hier haben wir ein Hybrid-Cover für die Nintendo Switch. Ja, damit das ganze Ding stehen kann. Hier haben wir den Minecraft Story Mode. Und die Preise stehen auch dran. Ja, was soll es? Ist ja kein Geschenk. Also ich schenke es ja euch jetzt nicht und sage hier, habt ihr. Dann muss der Preis natürlich verdeckt sein. Aber habe ich mir selbst gekauft. Ich zeige es euch nur. Kriegt da nicht, ist meins. Ja, und als letztes, last but not least, die Nintendo Switch. Ja. Seit über einem Jahr habe ich das Ding, ich sag's mal so, boykottiert und mir bis dato nicht gekauft. Irgendwann der einzige sein, der keine Switch hat. Deshalb werde ich also erstmal nicht die Nintendo Switch kaufen und es wird von mir keine Nintendo Switch Let's Plays geben. Und ja, heute war es dann soweit. Nintendo Switch war in meinem Warenkorb. In meinem Warenkorb wäre es, wenn ich es bestellt hätte und online gekauft hätte. Aber ich war wirklich in der City und habe es mir gekauft. Nicht so heftig draufhauen. Ja, das unboxen wir heute mal. Wir packen alles aus, also bis auf dieses Handy-Akku. Das ist jetzt relativ unwichtig. Die Switch, wir packen es aus. Sieht ja, das ist alles gut gemacht. Gut eingestellt, die Kamera. Dann packen wir das ganze Ding mal aus. Ich freue mich so. Ich habe sie mir endlich mal gekauft. Und da haben wir sie. Die Nintendo Switch. Der Bildschirm. Das Wichtigste. Zuerst holen wir es mal raus. Und da haben wir den schönen Bildschirm. Noch unbeschmutzt und komplett jungfräulich. Ja, schaut's euch an. Ah, da spiegelt ihr euch drin. Wundervoll. Der Bildschirm. Den legen wir hier erstmal vorsichtig zur Seite. Denn da haben wir hier zwei graue Joy-Cons. Die habe ich mir jetzt natürlich die Switch in Grau gekauft, weil ich die rot-blaue Version nicht so prickelnd fand. Ja, habe ich das Gefühl, ein bisschen was Edleres zu haben. Ich weiß nicht warum, aber ja, Grau ist mir schöner. Und dann haben wir hier darunter. Die Packung tue ich mal hier hin. Eine Armschlaufe für den Joy-Con. Für einen der Joy-Cons. Ist hier noch eine Armschlaufe für den anderen Joy-Con. Ja. Und dann haben wir, was haben wir hier noch? Die Hülle hier für die Controller. Da kann man die Joy-Cons hier so reinmachen und dann ja damit auch spielen. Ja, ich habe mir jetzt erstmal nicht den Pro-Controller gekauft, weil ja reicht mir erstmal so viel Geld ausgegeben zu haben.
kaufe ich mir bei Bedarf später. Aber ich habe das mal im Markt getestet und da lag ja eine Sache rum, die man testen konnte. Oh, Platz vor dir. Ja, packen wir es aus. Also, ich habe es im Markt getestet und ich komme damit eigentlich zurecht mit den Controllern, mit den Joy-Cons. Mal schauen, wie lange. Ich kann es mir ja noch nachkaufen. Und hier haben wir die Docking Station. Da kommt es dann in den Bildschirm rein. Habe ich schon ausgepackt. Der passt dann irgendwie so rein oder andersrum. Ja, werde ich mal gucken, wie sich das Ganze bedienen lässt. Ja, nice, die Switch. So viel dazu. Dann haben wir hier noch was, eine Anleitung. Nintendo Switch importiert Informationen. Wichtige Informationen, Informationsimportantes, Belangrike Informatie, Vajnaya Informatia. Ja, wo haben wir die russische Anleitung? Das wäre es gewesen. Hier haben wir ein Kabel. Wird noch herausstellen, wofür das ist. Hier schön aufs Display drauf klatschen mit einer Stärke und Härte. Und hier haben wir noch ein Kabel. Scheint ein Ladekabel zu sein. Verbindbar mit der Docking Station. Ja. Schaut gut aus. Ja, dann mal die Kabel hier wieder rein. Die brauchen wir hier erstmal nicht. Oder doch? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich mache es erstmal hier rein. Dann mal die Docking Station. Die stelle ich mir jetzt hier mal aufs Fensterbrett. Das ist groß genug. Hoffentlich fällt sie mir da nicht runter. Anleitung. Ja, von hier aus kommt sie auch wieder rein. So, dann packen wir mal hier den Karton mal wieder weg, damit er hier nicht im Weg rumsteht. Die Armhalter für den Joy-Con. Hübsch. Eine hübsche Halterung für die Joy-Cons. Tada. Und die Joy-Cons. Ja. Ich will mal sagen, nur mal so, um es in der Hand zu halten. Ja, gut, ein Pro-Controller wäre jetzt vielleicht eine bessere Version davon und wäre sicherlich schöner und besser, aber ja, was soll ich sagen? Man kommt zurecht mittlerweile. Hier haben wir die ZR-Taste plus X, A, B, Y und das Steuerpad. Hier unten den Home-Knopf, den Home-Button. Auf der rechten Seite, auf dem rechten Joy-Con. Ich habe mal den linken, da ist die Minustaste, die ZL, die L-Taste, die habe ich, die R-Taste habe ich übrigens dort vergessen. Aber was soll es? Noch ein Steuerpad. Oben rechts, unten links und eine noch zu definierende Taste. So, das passt dann. Passt auf, sehr hervorragend an die Switch, an den Bildschirm heran. Tada! Und da haben wir die Switch. Einmal präsentieren. Joho, hier ist die Switch. Die Switch, die Switch, die Switch, die Switch. Nice! Können wir die schon mal anschalten? So sieht es von hinten aus. Finde den Anschaltknopf. Finde den Anschaltknopf. Ich habe noch nie mit so einer. Ah, da ist der Anschaltknopf. What? Da geht's an. Nintendo Switch. Nice. Sprache auswählen. Deutsch. Region ist Europa. Lies das Dokument wichtige Informationen aufmerksam durch, bevor du die Konsole verwendest. Weiter. Ja, ein Gamer liest die Anleitung nicht, der spielt drauf los. Jetzt muss ich hier meine ganzen Informationen eingeben. Zeitzone, ja, das dürfte ich, glaube ich, noch zeigen dürfen. Berlin, Rom, Wien, Zürich,
Ich glaube, das passt irgendwie. Oder haben wir da irgendwie eine andere? Ja, ich glaube, das ist meine Zeitzone, denke ich mal. So, Datum und Uhrzeit. Da brauche ich mal mein Handy. Hier haben wir den 14.04.2018, 19:20 Uhr. Möchtest du deine Nintendo Switch-Konsole an dein Fernsehgerät anschließen, um großen später? Entferne die Joy-Con-Controller. Moment. Sekundi. Muss herausfinden, wie das geht. So geht das. Sieht ein bisschen blöd aus. Aber so geht's, so tut's gehen. So. Sieht man es immer noch hier irgendwo? Kann man hier mal irgendwo. Da packen wir gleich mal hier das hier aus. Das ist sehr hilfreich dafür. Da können wir es hier mal hinstellen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Großartig, dafür habe ich es gekauft. Ja. Lege ein Bild und einen Spitznamen fest. Schön. Können wir gleich ein Mii erstellen? Nice. Können wir komplett neu erstellen. Das dauert jetzt ein bisschen. 3 Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. So, einen Spitznamen. Den kriegen wir auch noch hin. Ja, lassen wir so. In Ordnung. Zwergismi ist erschaffen. Gesichtsausdruck ändern. Oh. Das Gechillte hier. Nee, komm, wir nehmen das Lustige hier. So. Nice. Pose ändern. So hier. Genau. Das ist er. So von der Seite her schauen so. Hi. Okay. Haben wir's. Charakter-Mii. Hintergrund. Ja, Star Wars Rot. Ja, hier so dunkelrot, Weinrot, königliches Weinrot. Passt. Okay. Zwergi, dieser Nutzer wird hinzugefügt. Machen wir das noch. Es können zusätzlich Nutzer hinzugefügt werden. Ja, das ist schön. Kann man auch Freunde und Verwandte drauf spielen lassen. Machen wir später. Altersbeschränkung braucht man nicht. Konsole ist bereit, drücke nun den Home-Knopf, um das Menü aufzurufen. Ja, schön. Da sind Slots für Spiele. Dann stecken wir doch mal das erste Spiel rein und gucken mal, wie es ausschaut. Hier mal Mario Odyssey. Och, ist das süß. Ist das süß, das kleine Teil. Schaut euch an, wie putzig das ist. Habe ich nicht gewusst, dass die so klein sind. Und nein, ich werde heute nicht dran lecken. Nein. Ihr würdet es eh nicht sehen, weil die Kamera nicht richtig eingestellt ist. Die würde ich jetzt nicht umstellen, das darf du. Ja. Rin damit in den Game Slot. Wow, die Spiele werden auch immer kleiner. Klick. So, die haben wir schon. Ja. Da haben wir das auch mal hier. Hier mal die Joy-Cons mal reinstecken. Ich wollte das auch mal probieren. So schaut's aus. Angeschaltet. Das Ding ist aber auch schön hier, dieses Halterungsteil. Ist gut, dass ich das gekauft habe. Hat zwar ein bisschen viel Geld gekostet für so ein Gerät, für ein Teilchen. Ist ja kein Gerät. Aber gut. Dafür kann ich dann damit aufnehmen. Drücke denselben Knopf 3-mal hintereinander. Jo, uneingestecktes Software zu verwenden, können wir das Software. Ja, oh, später. Na komm. Aktualisieren. Sie sehen ein Software-Update. Da haben wir Super Mario Odyssey.
demnächst nicht auf meinem Kanal als Let's Play. Ja, ich werde mal gucken, weil ich das mache. Aber hier kann ich erstmal ausgehen, ein bisschen spielen. Joa, das spoilern wir jetzt mal nicht. Na, was heißt spoilern? Das ist ja schon ein bisschen älter. Das so ganz unbekannt ist das jetzt noch nicht. Ja, ja, das Licht von draußen, das Zwielicht von draußen, das spiegelt jetzt hier noch ein bisschen. Ah ja, das wird dann unter besseren Umständen stattfinden hier. Ja, und jetzt mal die Störung kapieren lernen und dann, ja, sehen wir uns irgendwann mal wieder in einem Let's Play, würde ich sagen. Ja, und mich nach oben soll es euch hier gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Nintendo Switch Video mehr mit mir verpassen wollt. Den Zwergenfürst. Ja, Mario Odyssey soll es nämlich jetzt nicht hier gehen. In den eShop gibt es noch ein Album, gibt es noch einen Controller. Die Systemeinstellungen. Ja, das war's zumindest hier erstmal für das Unboxing der Nintendo Switch. Ich stelle mal hier den Controller irgendwo dazu. Ja, ja, hier haben wir es. Minecraft Story Mode, das werde ich auch mal auspacken. Und das wird mein erstes Let's Play auf der Nintendo Switch sein. Ich weiß noch nicht, wann und wie und warum ich das machen werde, aber ich werde das irgendwie hinkriegen. Hier liegt der ganze Krempel rum. Ja, wird es demnächst, was heißt demnächst, ja, irgendwann mal das als neues Projekt geben. Ja, den Minecraft Story Mode würde ich als nächstes mal spielen. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Ciao, ciao. Man sieht sich. Bis dann. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.